Und aber das Schlimmste ist tatsächlich, egal was du zu dem Kerle sagst, was du ihm, du kriegst immer diese Antwort, ich bin dagegen. Vater. Was? Komm, schleich er sich, mach Pause, ich übernimm für dich. Komm. Seit der Kerle 50 ist, ist er nicht mehr ganz so frisch. Es fehlt ihm, glaub, in letzter Zeit ein bisschen an Belastbarkeit. Doch zuerst mal ein Honaro. Alles klar, wie geht es so? Ich hoffe, dass ihr gut drauf heute sind. Oder ich höre gar nicht. Prima, gut, das lobe ich mir. Drum bin ich auch so gerne hier. Und drum erzähl ich euch, na klar, wie mein letztes Jahr so war. Der ein oder andere kennt mich noch. Ich war letztes Jahr mit dem Mofa da. Doch Mofa-Fahre ist vorbei. Ich sag nur Stichwort CO2. Der Karre sieht zwar sehr gut aus, doch es stinkt furchtbar hinten aus. Er schnettert laut wie die Sau und Öl verliere. Tut er auch. Optisch, wie gesagt, ohne Makel, doch ökologisch ein Debakel. Mein Verstand sagt mir deswegen, FFF, ich bin dagegen. FFF, das kennet ihr. Du da neut? Ah, dann sag ich's dir. Schreibt man's aus, dann heißt's genau, Fridays for Future, jetzt waschst du das auch. Die Bewegung ist famos. Weltweit gönnt die Kids auf Strauß, weil so lautet der Beschluss, man das Klima retten muss. Ihr Erwachsene hont das Schiff, doch schon lang nicht mehr im Griff. Tut im Osten und im Westen Luft und Wald und Meer verpeste. Haue Dreck Tag ein, Tag aus, tonneweis in Landschaften aus. Drum schrei ich laut mit den Kollegen, FFF, ich bin da. FFF ist außerdem als Schüler auch recht angenehm. Denn man hat, das muss so sein, leider Gottes freitags frei. Tja, liebe Lehrer, so ein Mist. Ich bin jetzt Klimaaktivist. So kommt's, dass ich zum Wohl der Sache eine Vier-Tage-Woche mache. Nimm freitags da mein Schild in Hand, lauf im Städtle umeinander, ruf bei Sonne und bei Regen, FFF, ich bin dieses Engagement kommt dann bei den meisten Leuten gut an. Die Begeisterung ist bloß bei uns daheim nicht ganz so groß. Mein Vater sprach anfangs noch cool, Buh, nächsten Freitag gehst wieder in Schul. Doch meine Antwort war spontan, das geht gar nicht momentan. Mein Vater, sorry, da bin ich auch dagegen. Auch nächste Woche bin ich dabei gegen Dreck und CO2. Und selbst dein väterlicher Zwang stoppt nicht meinen Tatendrang. Oh, da ist mein alter Herr, sauer worden und zwar sehr. Solang du die Füße zum Essen zwecke, unter meinen Tisch du strecke, machst du Bürschle, was ich dir sag, und gehst in Schule pro Woche 5 Tage. Ich hab mich trotzdem weiter geweigert, dann hat er sich noch mehr neigesteigert. Er guckt mich an und schnauft tief ein, ich denk, jetzt explodiert er gleich. Stattdessen ihm dann lediglich nach hinten lautstark Luft entwich. Ich sag, hey Vater, heide nei, da war auch CO2 dabei. Da wurde still in unserer Stube und mein Vater sprach, mein lieber Bube, im Grund genommen hast du ja recht, denn das Maul aufmache ist et schlecht. Drum geh, ich geb dir meinen Segen, schrei weiterhin, ich bin.
Und dann geschah bei uns zu Hause ein Wunder. Hey, das hält it aus. Scheinbar hat der Papa hat seit der Aktion scheinbar nur noch eine Mission. Er krempelt unseren Haushalt um in ein Nachhaltigkeitszentrum. Er hat Familie ungeniert, ökologisch optimiert. Alles, was Natur beraubt, ist ab sofort nicht mehr erlaubt. Der Speiseplan ist jetzt fortan biologisch und vegan. Schnitzel, Würstle, kann ich vergessen. Bei uns gibt es nur noch Gemüse zum Essen. Das kauft der Vater konsequent bei einem Bauer, den er kennt. Gut, jetzt baut der gute Mann nur Mais und Futter rüber an. Seither gibt's jeden Tag Konwitz Tacos, gefüllt mit Rübeschnitz. Mal sind's gelbe, mal sind's weiße, doch schmecken dunze beide. It's so gut. Bei mir tut Widerstand sich regen, nur noch Gemüse, ich bin auch beim Thema Energie ist der Vater ein Genie. Der Kohleausstieg will mein Alte schnell und ganz privat gestalte. Er sagt, ich hab keinen Bock zu warten, Burg kommt sofort mit in den Garten. Gekündigt ist der Stromvertrag, wir bauen jetzt eine Biogasanlage. Ein Auto hat er auch nicht mehr, es kam ein Elektroscooter her. Jetzt fahrt Familie hintereinander, wie die Orgelpfeife umeinander. Im Grunde genommen ist es schon eine witzige Aktion, nur von der Mutter muss ich all hören. Der Helm tut meine Frisur zerstören. Auch den Urlaub im August plant der Papa ganz bewusst. Das Ziel ist wie in jedem Jahr Sonne, Meer und Ibiza. Doch Fliegen ist ganz ohne Frage ökologisch nicht zu trage. Ich werde kein Flugticket mehr kaufen. Kinder, seid stark, wir werden laufen. Ihr seht, wir sind ganz zweifelfrei, ökologisch vorn dabei. Papa will freitags jetzt sogar mit zum Streike, wirklich wahr. In dem Fall keine Zeit verliere, ab auf die Straße zum Demonstriere. Die Welt, das Klima braucht mich eben, damit müsst ihr Lehrer leben. Euer Schimpfen ist mir einerlei, am Freitag mache ich wieder frei. Ich wär gern in der Schule gewesen, doch ich hab viel zu tun. Lass uns am Montag wieder reden. Friday for Future braucht mich jetzt und das wird von euch unterschätzt, denn ganz bestimmt hängt unser Leben davon ab. Ich weiß, es ist euch ernst, die Schule kann mich nicht entbehren und trotzdem bleib ich noch ein bisschen fern. Muss nur noch kurz die Welt retten, danach gang ich in Schule. Noch ein paar Klimasünden aufdecken. Wer weiß, was mir dann noch passiert, und es passiert so viel. Muss nur noch kurz die Welt retten, und dann gang ich vielleicht wieder in Schule. Doch im Vertrauen gibt's noch was bei mir, für das die Schule ich boykottiere. Das ist, ihr ahnet schon den Grund, die schöne Zeit, die jetzt so kund. Auch da ist wichtig, dass man nicht daheim bleibt oder sich verkriecht. Auch da muss jeder auf die Straße, nicht zum Schimpfen, nur zum Spaß. Und dann heißt auf einmal bei mir, FFF, ich bin dafür. Denn FFF, das heißt auch so, Fridays for Fastnet Honaro.